Ich meine, wie oft haben sie in Horror-Games oder auch in Filmen versucht, das Böse zu beseitigen oder zu beschwichtigen und haben es damit nur schlimmer gemacht? Dave! Aber Dave! Er hat auch VHS-Videokassetten gekriegt. Was ist die Türe jetzt zu? Lecker auf mich anzugucken. Du Scheiße. Aber der hat auch Videos geguckt. Hat jedes Mal die VHS-Kassetten. What a nightmare. Was it all a dream? I didn't think so. Noch eine Kassette. Watch it closely. Das Gebäude, da waren wir letzte Nacht. Nun, unser Manager ist ja ursprünglich weggefahren. Zumindest dachten wir, er wäre weggefahren. Aber es ist schon echt ziemlich krumm gelaufen, ne? Also so bückend, total erledigt, erschöpft wirkte er. Heute ist es wieder dunkel. Ja, dunkel, das Licht ist wirklich für den Arsch. Man schon sagen. Das Licht ist absolut für den Arsch. Oh Mann. Ich will schnell in die Arbeit und das hinter mich bringen, damit ich meinen Lohn bekomme und mir nächsten Monat einen neuen PC kaufen kann. Top-Qualität? Ja, Gladius. Noch höher geht die Qualität gar nicht. Es ist halt Chillers Art. Das Art ist geil. Also es macht einen echt fertig, aber irgendwie macht es auch echt Spaß. Werde immer lockerer von Horrorgame zu Horrorgame. Das ist jetzt schon das dritte, was wir heute von Chillers Art spielen. Wir sind in der dritten Nacht. Erinnert mich ein bisschen an Five Nights at Freddy's. Warum sind die Lampen eigentlich so elend dunkel? Ich sehe den Weg kaum. Und ihr wahrscheinlich genauso gut. Ja, ist von der Sonne nicht zu unterscheiden. Das hier ist von der Sonne nicht zu unterscheiden. Das brennt sich in deine Netzhaut. Einen wunderschönen guten Abend, Gladius. Manager, are you here? Lebst du? Erschreckst du mich gleich wieder? Den Zettel nichts.
Okay. Unser Manager ist halt einfach nicht da. Alle hinüber, ja. Der ist wahrscheinlich. Muss ich. Okay. Müssen die finden, die einen Ton geben? Verdammt. Wahrscheinlich. Ich weiß, wie ich es herausfinde. Kein Gang mehr. Die richtige Reihenfolge finden. Nach oben, ne? Er hat nach oben geguckt. Also hier wahrscheinlich oben. Da unten. Vielleicht da der oben in der Mitte und auf der Seite dann unten. Da hinten auf jeden Fall. Der relativ vor ihm. Nee, nee, guck mal, der hier macht keinen Ton. Mal schauen, ob vielleicht der hier Ton macht. Ist er auch nicht. Kein Ton? Weiß ich hier nicht welcher. Warte, der war nicht so weit hinten, ne? Der hier. Der hier. Der hier. Ah, die Tipps sind fein. Wo bist du? Da war es auf der anderen Seite, hier unten, ne? Hier hin. Der obere, der obere. Thank you.
da war es nicht. Bin ich verwirrt. Der hier? Ja. Was ist der hier? Nein. Hä? Bin ich verwirrt. Das ist aber lieb. So gehört sich das. So gehört sich das. Der hier, auf jeden Fall. Und drei, aber habe ich wieder vergessen, welche die anderen waren. Ein Herzinfarkt, gell? Ich hab gerade ein Gefühl gehabt, als hätte jemand an mir gezogen. Unangenehm. Ja, den unteren, den haben wir. Deck voll Chips. Also richtig Schiss. Gar keiner. Der untere. Oben, unten. Der mittlere vor ihm. Drei von rechts. Mitte, drei von rechts. Mitte, drei von rechts. Und hier war es der oberste, oder? Mitte, drei von rechts, der oberste. Okay. Mitte, drei von rechts und der oberste. Hä? Mich zu verarschen. Behindert? Das hier? Ich habe mich vertan. Falsches Regal. Aber hier war es doch, war das hier nicht der oberste? Stand doch hier und hat hochgeguckt, oder? Hat doch nach oben geguckt. Der hier? Der hier? Da war keiner. Der hier? Hi. Hier. Drei. Drei. Hier. Eins. Drei. Ist es
die richtige Reihenfolge gewesen, aber ich muss den hier als letztes anmachen. Kann das sein? Hier hoch. Da hoch. Da unten hin. Den hier guckt er noch an. Ich weiß aber nicht warum. Hier den dritten von oben. Eins, zwei, drei. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Aber den bei mir an der Theke guckt er gar nicht an. Ich muss den definitiv als letztes machen. Den an der Theke guckt er gar nicht an, ne? Den an der Theke guckt er überhaupt nicht an. Oh, mein Freund. Eins. Zwei. Drei. Die Reihenfolge hat gestimmt, ne? Aber kann und darf ich auch nichts mehr tun. Scheint da drin zu sein, ne? Was waren das für Geräusche? Nein. Guten Abend, Hallöle. Oh, guten Abend, Soul. Oh, leck. Die vierte Nacht. Oh, ich habe eine Eishand. Gell? Die eine Hand schwitzt wohl und die andere friert absolut. Am Arsch. Was ist denn, was stimmt mit diesem Laden nicht? Okay. Wir haben jetzt die Wahl. Wir gucken uns das Videotape an oder wir schicken es weg. Was wir natürlich machen könnten, wäre das Spiel nochmal spielen. Dafür reicht aber heute definitiv die Zeit nicht mehr. Deswegen entscheidet jetzt ihr. Schicken wir das Tape weg, irgendwo anders hin oder schauen wir uns das Tape an? Soll ich eine Umfrage machen? Oh je. Schick weg. Unwissenheit ist dein Segen. Dann schon mal zweimal wegschicken.
Wer ist denn für anschauen? Wir spielen hier schließlich ein Horrorgame. Anschauen oder wegschicken? 2 Punkte für wegschicken. Niemand. Traut euch. Traut euch einfach mitzumachen. Anschauen. Okay, seht ihr? 2 für wegschicken, 2 für anschauen. Ein für anschauen. Haben wir noch jemanden für anschauen oder wegschicken? Mach so weiter. Dann stimmen meine neuen Stimmen im Kopf für ja. Ach, Saul. Gut. Dann schicke ich das Tape jetzt weg. Ich schicke es weg und ich werde das Spiel nochmal spielen. Nicht heute, nicht hier. Ich werde es privat nochmal spielen und werde dann das Tape anschauen. Ja. Haben wir damit das Unheil bezwungen? Ending 1. I was sickened by the whole situation. I sealed the VHS tape carefully and decided to send it off to the sender. Fortunately, the sender's address was on the box. When I was done preparing to send it off, I felt my tense shoulders relax. Too much had happened in the short spot. My mind couldn't keep up. I knew I had to rest, but I couldn't fall asleep. Everything about the store terrified me. Inevitably, I had to sit down on a chair to clear up my head. What did I see? Was everything that I witnessed even real? Not the truth? What do oh Gott, ich komme gar nicht so schnell hinterher. I turned to the internet about the store. I found a few old articles and forums talking about the location where we was building made. So schnell. Murder Science determined to investigate the incident further. September 40. The man killed his child with a kitchen knife while his wife was off to grocery shopping to a local supermarket. When the wife came back, it said that she was killed in an extremely way. He'd hung himself on the same day. They say that the woman was time for her death. Okay, sie war schwanger. Punched into her lung. Oha, her stomach wanted to throw up from the obsessed image, but I knew I had to continue it. There was a guy that replied to the comment and said that he worked at the same place as him. According, ich kann es gar nicht so schnell vorlesen. Called the manager to talk about everything I had experienced during the night shift and what I had discovered. However, the calls were never picked up. It was the same over and over again. Then I received a phone call from Mr. Hose, a French leader who I had never met. I had a bad feeling about it. Then, with a shivering voice, he said, "The manager is dead." I couldn't breathe. So it wasn't a dream. And when I asked about the place where it was found, Mr. Hoos said there was old storage behind a convenience store, and he was found there after a day of his death. I dropped my phone. I quit my part-time job with a broken feeling. After quitting it, would avoid going to near the convenience store. Und even, meine Güte, wie schnell geht denn das eigentlich? Okay. After a while, the memories of the convenience store started to haze down a bit. One day, as I passed it by the now closed down store, I heard a child's voice. There, I saw the woman. When I looked in my head, I had picked up one of the rusted nails that had fallen in the middle of the night. Ja, du. Oh.
Ich kann nicht so schnell lesen. Muss ich zugeben, ich kann echt nicht so schnell lesen. Allgemein. Und jetzt? Das Spiel fertig. Wie schnell geht das eigentlich? Naja, Japaner halt, die zocken nicht nur schnell, die lesen auch schnell. The game by Chill Us Out. Guck mal, das schaffe ich zu lesen. Dürfen aber keine drei Sätze noch kommen. If you're interested in supporting patreon.com, Chill Us Out Supporter, Games On. Ja. Hör dir mal den Film Zimmer 1408 an. Der ist krass. Ich kenne den Film. Der ist arschig. Ich kenne den Film. Ich habe schon sehr viele Horrorfilme gesehen. Sehr viele. Auch japanische schon. Der ist brutal. Ich habe ihn mir einmal angeschaut und dann nie wieder, weil ich es einfach nicht vertragen habe. Manche Dinge vertrage ich einfach nicht so gut. Angucken tue ich sie trotzdem gern. Sinister war geil, aber widerwärtig mit dem bewegten Bild. Ja, Keks, dann, aber Convent Store ist auch gar nicht so schlimm. Okaneri war auch okay. Wie ist das erste? Stigmatized Property. Das war so echt das schlimmste, unangenehmste Spiel von allen. Also wirklich schlimm und unangenehm von allen. The Ring ist arschig. The Grinch oder der Fluch ist auch richtig widerwärtig. Tada! Wir haben es geschafft. Wir haben drei Chiller Arts Games gespielt. Und für The Ghost Train haben wir jetzt keine Zeit mehr. 40 bis 60 Minuten geht es so. Und ich weiß schon jetzt, dass ich definitiv länger benötige. Haben wir ja gemerkt. So. Wir haben 19 Uhr. Das heißt, jetzt ist erstmal fertig mit Chillers Art. Wir haben jetzt drei Chillers Art Games gespielt. Die waren echt lustig, also echt interessant. Lustig kann man jetzt nicht sagen, weil es irgendwie traurig krank waren. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich unglaublich gefreut. Und ich hoffe, ihr macht euch jetzt nochmal schön was zu futtern. Macht es euch gemütlich. Wir sehen uns, meine Lieben. Gute Nacht. Vielen lieben Dank.